Was? Ich soll als angestellte Lehrer arbeiten? Was hat das denn? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und da habe ich doch viel mehr Privilegien. Da geht es mir doch viel besser als Angestellte. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir in diesem Video erzählen, weshalb es einen Sinn macht, als angestellter Lehrer zu arbeiten. Also bleib dran und lass uns jetzt loslegen. Klar, du sagst jetzt als angestellter Lehrer, ja, da gibt es einfach viele Punkte, die nicht so gut sind im Vergleich. Ja, mag sein. Lass uns die mal anschauen. Es ist ja meistens, wird ja gesagt, ja, ein angestellter Lehrer ist kündbar, bekommt Ende des Monats weniger Geld auf sein Konto überwiesen, ist in der gesetzlichen Krankenversicherung und der hat dann auch bei Krankheit nach 6 Wochen Krankengeld und hat dann im Ruhestand die Rente. Klar, jetzt sagst du dir, ja, ich als Beamter, da geht es mir doch viel besser. Denn du hast als Beamter, bist du natürlich unkündbar. Du hast zusätzlich pro Monat kriegst du mehr Geld überwiesen. Du hast die private Krankenversicherung plus die Beihilfe. Und du hast natürlich die zeitlich unbegrenzte Entgeltlohnfortzahlung und du hast im Ruhestand die Pension. Ja. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, diese Privilegien, die du hast, also was kostet dich das? Also was kosten dich diese Privilegien des Beamtums? Hast du dir diese Frage mal gestellt? Also ich habe sie mir damals, also vor meiner Kündigung, sehr, sehr oft gestellt und habe mir immer wieder gefragt, ja, da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwie was. Ja. Und natürlich ist es das. Klar, es ist die Freiheit, die du dafür gibst. Und nicht irgendeine, sondern deine Freiheit natürlich. Logisch, deine Freiheit gibst du her. Versprichst Treue und Gehorsam. Und dann sagt er, ja, dann sagt er, dein Dienst, ja, klar. Dann kriegst du auch von mir die Alimentation, die Versorgung und all diese Privilegien, die dazugehören. Wir werden jetzt auch nochmal im nächsten Video, mache ich dazu dann nochmal etwas genauer ein Video, also zu Beamter werden, Beamter sein, was heißt das eigentlich? Und ja, da kannst du dich freuen, ist das wirklich ein Traum oder ist das eher ein Albtraum? Und ja, aber jetzt hier mal dazu. Also du zahlst ja mit deiner Freiheit. Also du zahlst deine Freiheit und bekommst dann dafür ganz klar diese ganzen Privilegien. Okay? Denn lass uns das mal jetzt nochmal genauer anschauen. Also ein Beamter, also ein Angestellter bekommt weniger Geld pro Monat überwiesen. Ja, was heißt denn das denn? Genau, das heißt, dass er in die Arbeitslosenversicherung zahlt und in die Rentenversicherung zahlt, was du nicht tust. Also er hat auch natürlich auch andere Sozialabgaben, aber lass uns erstmal diese 2 Punkte nehmen, weil die total wichtig sind. Das machst du nicht. Ja, dementsprechend hast du natürlich auch mehr Geld auf dein Konto. Wenn du dich jetzt verändern willst, also wenn du sagst, ich möchte jetzt gar nicht mehr Lehrer sein, ich möchte gerne in der freien Wirtschaft arbeiten oder ich möchte einfach mal mich selbstständig machen, ja, dann ist das natürlich schwierig. Weswegen? Weil du hast ja nichts nirgends reinbezahlt, also kein Arbeitslosengeld, nicht in die Arbeitslosenversicherung reinbezahlt, das heißt, du kriegst kein Arbeitslosengeld. Du müsstest dir für die Zeit nach der Kündigung Geld ansparen oder dir dann sofort einen anderen Job suchen. Also so, dass du aus dem Beamtenverhältnis direkt in ein Angestelltenverhältnis in die freie Wirtschaft gehst. Das ist erstmal Punkt 1. Wenn man sagen kann, ja, das ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Also klar, natürlich kannst du sagen, so, ich kündige jetzt und habe dann in der freien Wirtschaft etwas und dann wechsle ich da rein. So, dann wären wir bei dem nächsten Punkt, nämlich ein Angestellter zahlt dir in die Rentenversicherung, das tust du nicht. Deine Pension, die du mal später bekommen solltest, wenn sich da nichts dran ändern sollte, ist ja steuerfinanziert, ist von Steuern finanziert. Das heißt, wenn du rausgehst als Landesbeamter, was du als Lehrer ja bist, hast du ja auch nicht in allen Bundesländern Anspruch auf das Altersgeld. Also wirst du nachversichert. Und das hat finanzielle Einbußen, ganz klar. Also ich werde jetzt nochmal ein Video zu machen zu Nachversicherung und Altersgeld, weil das echt eine Wissenschaft für sich ist. Und so, dass du dann einen Überblick hast, da mache ich dann auch nochmal ein Video zu. Aber jetzt hier erstmal für dich, also das Altersgeld, es gibt, egal wenn du rausgehst aus diesem Beamtentum, also wenn du dein Beamtenverhältnis aufgibst, gibt es immer Abzüge hinsichtlich deiner Pensionsansprüche. Aber nur das Altersgeld sind die Abzüge geringer als bei der Nachversicherung. Also schau dir auch mal hier dazu die Videos an, was du alles beachten musst, wenn du als Beamter kündigst. So, das heißt, also da gibt es nochmal eine finanzielle Hürde. Also du musst nochmal eine Veränderung dann auch ja, hinnehmen, annehmen, wenn du rausgehst aus diesem Beamtenverhältnis, aus diesem Beamtentum. So, dann gibt es aber noch eine Sache. Ja klar, der
Angestellter Lehrer ist ja gesetzlich krankenversichert, du bist privat versichert und hast die Krankenversicherung und hast die Beihilfe. Wenn du rausgehst aus diesem Beamtenverhältnis, aus deinem Beamtenverhältnis, ja, was ist da das Ding? Ja, logisch, was ist es da? Ja, dann hast du die private Krankenversicherung, die du zu zahlen hast. Wenn du länger als 5 Jahre in der privaten Krankenversicherung warst, kommst du da nicht mehr raus. Außer natürlich, du gehst wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job nach. Es ist aber oft so, es war bei mir so, ich erlebe es aber auch bei meinen Kunden, es ist ganz oft so, dass gerade wenn man aus diesem Beamtenverhältnis rauskommt, dass man eigentlich sehr gerne verhältnislos bleiben möchte. Also die meisten wollen eher in die Selbstständigkeit und nicht wieder vom Beamtenverhältnis in irgendein Angestelltenverhältnis oder sonst was. Also wenn man da schon mal diesen Schritt macht, dann möchte man den erstmal auch komplett machen. Nach ein paar Jahren gibt es immer wieder Leute, die wieder in ein Angestelltenverhältnis reingehen, so in der freien Wirtschaft arbeiten, irgendwo in einem Unternehmen. Aber am Anfang findet man das doch ganz cool, erstmal komplett verhältnislos zu sein. Das bedeutet für dich dann wiederum, die private Krankenkasse zu zahlen. Und die ist nicht ganz ohne. Wärst du aber angestellter Lehrer, hättest du das gar nicht, weil ja, du bist ja gesetzlich versichert, da verändert sich ja nichts. Also da gibt es keine Änderung bei Kündigung aus dem öffentlichen Dienst. Da ist es einfach so. Ja? Also, das ist nochmal ein Punkt. Also da haben wir jetzt schon mal drei Punkte, die sich verändern. Also drei Rahmenbedingungen, die es dir erschweren, als Beamter zu kündigen. Und es sind genau diese Punkte, die doch dazu führen, dass so wenige kündigen. Es ist nicht so, weil der Job so geil ist oder weil die meisten Menschen das so super cool finden, 40 Jahre das Gleiche zu tun, an der gleichen Schule zu sein. Wohl eher nicht. Es sind einfach die Hürden, die Mauer, über die man zu springen hat, über die du zu springen hast. Diese Mauer erscheint dir so unglaublich hoch zu sein, weil du ja diese. Abgesehen gefühlt hast du das Gefühl, du gibst Privilegien los. Du lässt Privilegien, die so einzigartig sind, los. Und deshalb kommst du dir auch so vor, so als wenn du doof wärst, wenn du als Lehrer kündigst. Dazu habe ich ja hier oben nochmal ein Video gemacht. Schau dir das an. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich auch so. Es ist nicht nur das Gefühl, es ist tatsächlich auch so, dass sich natürlich Sachen bei dir im Leben verändern werden, wenn du natürlich kündigst als Beamter. Und es ist jetzt nichts, was aber dazu führt, dass du, es ist nichts Lebens. Lebens, ja, es ist jetzt nichts, was dich jetzt komplett aus der Bahn wirft, aber es sind einfach Veränderungen und die sind einfach zu nehmen, die sind einfach anzunehmen, zu akzeptieren und damit musst du halt einfach rechnen. Und je früher du das machst, desto besser ist das natürlich logisch, ne? Also, wenn du natürlich vor 5 Jahren kündigst, hast du die private Krankenversicherung zum Beispiel nicht mehr, hast du auch gar nicht so viele Pensionsansprüche oder so gar nicht so viel dann schon mal gesammelt und dir hast ja gar nicht so viele Dienstjahre. Und also, das ist gar nicht so viel, was du dann verlierst. Je länger du drin bleibst in diesem System, ja, desto mehr Verluste sind natürlich da auch. Also, finanziell, in erster Linie geht es ja hier um finanzielle Sachen. Weil das andere, diese Unkündbarkeit, natürlich, ja klar, diese Entgeltlohnfondszahlung. Ich meine, wer möchte gerne krank sein, du fit, munter bist und dein Leben toll findest und fröhlich durchs Leben läufst, ja, dann brauchst du auch keine unbegrenzte Entgeltlohnfortzahlung, weil dir geht es ja gut, also dann spielt das ja gar keine Rolle. Und diese Unkündbarkeit, das hat ja, also klar, ich meine, die Freiheit ist ja so schön, weil sie frei ist. Frei bedeutet, dass du wirklich auf das Leben vertraust und tust und lässt, was du willst. Und die Sicherheit, die brauchst du doch nur, wenn du Angst hast. Sicherheit und Angst gehen immer miteinander einher. Freiheit, Mut, Zuversicht sind immer auf der anderen Seite. Also da ist natürlich immer wieder die Frage, was ist dir wichtiger? Freiheit oder Sicherheit? Schau dir auch hier oben wieder das Video dazu an. Freiheit oder Sicherheit? Also diese Frage stellst du dir immer wieder, wenn du aus dem Beamtenverhältnis raus willst. Wenn du das alles nochmal nachlesen möchtest und nochmal in Ruhe über alles nachdenken möchtest, kannst du das gerne tun. Und übrigens, auch wenn du jetzt selber jetzt Beamter bist und du möchtest jetzt gar nicht kündigen, kannst du auch jetzt schon wechseln in dein Angestelltenverhältnis. Und wie du das machst, das erzähle ich dir dann auch nochmal in meinem Artikel zu diesem Video. Lies dir nochmal alles nochmal durch und ja, viel Spaß. Den Link dazu gibt es übrigens unten, wie immer in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.